Mahlzeit Leute, hier sind wir wieder bei Cyberpunk und dieses Mal, wie es das letzte Mal aufgehört hat, im Van. Wir wurden ein bisschen, glaube ich, verarscht. Wir wurden hier hergebracht. Porträt en mon la vie passée sous lit. C'est pas vrai. Das war dein Plan, richtig? Ich lebe, bis ich meinen Zweck erfülle und verschwinde dann. Nulllinie. Nein, du bist verwirrt. Mosley hat dich angelogen. Scheiß auf Mosley. Ich bin nicht blöd. Lass mich nicht verarschen. Ich hab recht, oder? Link ist abgebrochen. Das war nicht geplant. Ihr habt Agententext geschreddert. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was passiert ist. Ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe. Aus dem Kriegsgebiet. Wurdest getroffen. Ganz einfach. Ich musste meine Leute rausholen. Nur das zählte. Wir wollten dich auch retten, aber Mosley war stärker, als wir dachten. Deine Leute? Wen? Brigitte und andere. Netwatch hielt sie im Eis fest. Du siehst, der dreckige Job war in deinem Interesse. Nur so konntest du überhaupt mit Brigitte reden. Scheiße, das hätte ich gerne gewusst, bevor du mich ins verdammte Feuer schmeißt. Asse, wir müssen runter. Es ist nicht vorbei. Netwatch kommt wieder. Willst du ihn etwa zur Gruft führen? Er ist noch ein Ranion, sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia, vertut mon Sotti. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip. Habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Schrott. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Ihr wollt in meinem Kopf wühlen? Weiß nicht. Hab ein paar Bedenken dabei, euch blind zu vertrauen. Das Timing war ungünstig. Soll das eine Entschuldigung sein? Du bekommst eine Entschuldigung, nachdem du uns einen Preis für den Chip genannt hast. Wenn er noch ganz ist. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ja, sagt dir das was, ne? Die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du es verbockst. Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Kurz mal einmal abspeichern, bevor ich da antworte. Na dann, nach dir. Erstmal gucken, aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon durch bin damit. Oder? Ich meine, wir haben ja nicht viel jetzt gemacht, außer hier, ja, hier, blau und fertig. Der Chip und hast du ihn.
Ich meine, okay, Evelyn Parker ist tot, ja. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich? Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Mhm. Hier lang. Wieso wusste Placide nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placide ist Yonbet de Bas. Mhm. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Ja, ich will jetzt die jetzt nicht kennen, zum Beispiel folgen und dann irgendwo in irgendeiner Höhle aufzuwachen. Oh. Ja. Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Gut, hätte unsere Arbeit erschwert. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Naja. Viré courant! Ja, okay. Syntax-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch? Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engram aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction hier. Connected. Connection stopped. Oh, komm schon. Nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzubrutzeln. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Was genau ist die Blackwall? Mhm. Ja, was ist das? Ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Okay, klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Ja, ich geh ins Bad. Oh. Tun wir's. Sieht kalt aus.
Leon avec Junkie League. Danke. Okay. Was jetzt? Johnny? Paris. Paris Plongée. Hallo? Hallo? Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Es ist erst bei 10%. Okay. Hi. Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Die Brücke ins Deepnet. Aha. Es ist alles so lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Mhm. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Mhm. Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja. Der Cyberspace ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Ja, wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu Alt. Nur Alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Hi. Ich kann nichts machen. Ah, das war das am Anfang oder war das einfach so ein Gig, wo wir jetzt da aufgetaucht sind? Ja, natürlich cool, weiß nicht genau. Silverhands, erster Gig, genau. Silverhands, zweiter oder dritter Gig, genau. Genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Nö. Sag der Richtige. Du bist der Einzige, der mir auf den Sack geht. Weil es allen anderen zum Hals raushängt. Die haben es aufgegeben, zu dir durchdringen zu wollen. Du bist völlig durchgeknallt. Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Liegt's am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Hm. Johnny Boy. Ist ja ganz in Wallung. Okay. Ja,
Okay. Ja, komm, weiter geht's. Okay, gut. Dann waren wir dabei. Du meine Güte. Schade, dass es da schon war. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutung nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was für ein Künstler? Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ich hab alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist ja kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Verstehe. Denkst also, du hättest mich durchschaut, wie? Du weißt genau, was ich meine. Sieh dich an. Sogar dir selbst machst du was vor. Ist wahrscheinlich das, was du am besten kannst. Vortäuschen. Du hast Angst, du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht ihr Angst. Euch allen. Klar, Johnny S. Missverstanden von ganz Night City. Das ist es, da liegt das Problem. Ja, da liegt es. Du hast einen Schuss. Wir wollten uns gegenseitig das Hirn rausvögeln, nicht meins analysieren. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Okay. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Alt. Spaß dir. Für wen auch immer. Und, wie lange willst du noch angepisst sein? Ich verstehe das zwar nicht alles, aber okay. Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Ein andermal, Chumbas. Aber was, wenn's kein anderes Mal gibt? Hm? Johnny Boy? Oh. Hi. Nein! Wo kommt er denn her?
mich einfach in Ruhe! Johnny! Lass mich los! Okay. Katze, helf mir. Haben nicht ziemlich zugerichtet, was? Ja, klar. Hm. Was ist denn jetzt hier? Ja, ist denn nur, ja, ist doch in Ordnung. Hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Mann, habe ich dich vermisst. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Ja. Er ist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. Wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemand. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ed Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Ja. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du? Standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht, war zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Ach, ehrlich. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Scream Sheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Mhm. Für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Aha. Keine Ahnung.
Osaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saga hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Ja, und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saga haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saga Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Ja, kennen wir ja. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht... Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Höre ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower. Um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Oder so. Ja, so komme ich also zum Arasaka Tower wegen eigentlich Alt, oder was? Aber vom Alt haben wir bei letztes Mal, wo wir Johnny zugeguckt haben, gar nichts gesehen. Oder gemerkt, oder gehört. Wüsste ich jedenfalls nicht. Aber nee. Aber irgendwann müsste dieses Net-Running-Dingens-Körchens doch vorbei sein. Eigentlich, oder? Wir wissen, was danach kommt. Ob ich diese Scheiße da noch mal machen kann oder nicht. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Sitz. Entspann dich. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr... Tja, falsch gehört. Oben, was heißt nur oben? Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken. Wieso? Hier oben? Hast du vergessen, wem du den Job gegeben hast? Drei Minuten, um aus dem Gebäude rauszukommen, nicht länger. Die Schockwelle macht langsam. Nicht zu lieb in dein Loch. Johnny. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Ja, ja, genau so, geh mir hier rein. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. John. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist... Brauch deine Hilfe.
Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Nino. Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war. Neuer Partner? Muss schon sagen, dein legendärer Charme überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlafft. Hast du einen Job für uns, Rockstar? Oder willst du hier nur groß labern? Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob. Rockstar hier hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Dann Mal. Du diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, sie werden uns begleiten. Aha. Klar. Lass mich noch austrinken. Kim von der Nähe. Wir werden Nach jetzt Wochen. Erst warm. Du hast ja echt einen großen Fanclub. Ich habe ja. ein kleines Problem. Ein Heli? Im Ernst? Wen hast du diesmal angepisst, Johnny? Ich hab niemanden an die Pool. Ich finde auch die Waffe so cool, mach mir ja. Wir nehmen euch mal bei den Horsten schnell und ja. Dauert das noch länger? Am Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Na, also Rogue in Junior. Wir packen draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht? Nur einen Weg. Nach vorne! Ich will die Waffe haben. Lass mir auch was für dich. Mach doch eh!
Wir von ja. Wir sind direkt hinter dir. Okay, ja, mache ich. Ich komme nur in. Ich komme noch in Arasaka, aber nicht. Ich dachte, die ist hinter mir. Arasaka, Evi! Dürfen uns nicht okay. Keine Ahnung, was das war. Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Der fahrt aber ganz schön langsam nach hier, ne? Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Jetzt? Die Wichser platt machen. Kommst du zurecht? Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Ja. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Genau, irgendwie so weit. Oh mein Gott. Naja, gut Leute, somit das nächste Mal geht's weiter. Macht's gut.